Die Fahrzeugdetails finde ich eigentlich auch wirklich wieder nett. Mit F können wir unser Licht anmachen, vorne und hinten. Jetzt haben wir gerade leider nicht nachts, sonst würde es noch einiges spektakulärer aussehen. Was war denn das gerade? Alter, wir sind schneller als der Wagen da. Warum hat es gerade so gestottert? Irgendwas war da komisch. Ja, es ist auf jeden Fall, so von den Details her, hat sich da einiges getan. Muss man einfach mal eingestehen. Sie haben sich mal hingesetzt, haben wirklich Feedback beherzigt und auch einiges davon umgesetzt. Von daher kann ich Ihnen da nur meinen Respekt zollen. Ich hoffe nur, dass Sie es in Zukunft dann auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und das ein bisschen, ja, das Spielerlebnis einfach noch besser gestalten. Vor allem die Helfer, die haben mich früher immer in die Weißglut getrieben. So, wo müssen wir hier abladen? Ach, da. Da sind wir dann auch schon. Wow. Wir können mal gucken, ob wir uns dann einen größeren Hänger leisten können. Einmal rauf und mit Q auskippen. Und jetzt sehen wir auch unser Geld in die Höhe steigen. Ordentlich Geld. Ah, so knappe 10.000 könnten hinkommen. Na, ein bisschen weniger. 8.000 waren es, glaube ich, nur. Der Nachteil ist, dass wir jetzt den ganzen Weg wieder zurückfahren müssen. Dieses Feld hier muss teuer sein, die 1. Ich glaube, das kann man auch nur bestellen, wenn du wirklich riesengroße Maschinen hast. Anders ist das gar nicht möglich, oder? Ich würde es mir auch wünschen, wenn die Helfer, wenn man die Helfer irgendwo wegschicken könnte, so, also dass sie das verkaufen gehen. Dass man nicht mal selber fahren muss. So, wir können auf jeden Fall mal gucken, wie teuer das Land hier ist. Na? Nominalwert. Aha, 472.000. Ist ja ein Schnäppchen. Ist ja ein Schnäppchen. Wirklich. Da kannst du ja... Nicht schlecht. Schnäppchen. Kann man nicht anders sagen. So, dann mal zurück in die Stadt. Ich vermute mal, unser Helferlein wird auch schon wieder fertig sein. Von daher müssen wir da eigentlich dann schon wieder das Zeug abholen. Dann ist die Frage, ob wir das gleich wieder verkaufen gehen, aber davor möchte ich euch den Fahrzeughandel mal zeigen. Das kann ich jetzt eigentlich mal schnell machen. Wir kommen mit der Taste P in den Fahrzeughandel. Ganz nett diesmal die Sortierung. Wir können nach Gerätetypen, nach Marken sortieren und Tiere und platzierbare Objekte. Mods gibt es auch. Mods sind auch wirklich, wenn ihr euch das Spiel zulegen solltet, dann haltet nach Mods Ausschau. Nach Mods von anderen Usern, nach Mods, die ihr kaufen könnt, nach DLCs. Mods sind einfach super. Also hier gibt es so dermaßen viel, was dazu kommt. Seien es Fahrzeuge, seien es ganz neue platzierbare Objekte, seien es neue Landschaftsstücke oder so. Also hier, dieses Spiel ist wirklich ordentlich modbar. Und deswegen, modbar ist auch ein geiles Wort. Deswegen war es, glaube ich, auch sehr beliebt. Der Vorgänger war deswegen auch sehr beliebt, weil der auch sehr, sehr stark oder sehr eine sehr starke Modding-Szene hatte. Wenn wir jetzt nach Gerätetypen durchsortieren, können wir uns die Traktoren auswählen. Die Frontlader, die Erntemaschinen, die hier haben wir gerade. Wenn man sich mal anguckt, bis wohin das geht, ne? Die sind schon nicht so gerade klein. 400.000, 700 kW. 1020 PS im Vergleich mit der kleinen hier, die 54 PS hat. Das ist schon eine Hausnummer, ne? Das ist schon eine Hausnummer. Was für große Maschinen man hier hat. Kartoffelernte, das ist auch richtig, richtig groß, ne? 500 PS. Das ist auch gerade nicht so klein, das Teil. Und Rübenernte, das ist auch ein richtig fettes Ding. Also später, gerade bei den Rüben und bei den Kartoffeln, hat man schon ordentlich große Geräte, wenn man so ein All-in-One-Gerät nimmt. Man kann sich natürlich auch so eine Teile nehmen. Also, ne? Die, Anhänger oder die zum Kuppeln, die Teile. Sind das eigene Maschinen? Haben die? Ja, die haben, glaube ich, auch Motor drin. Kipper. Kipper haben wir auch. Das geht bis zu 55.500 Liter. Wir haben einen mit 5.700 Litern, also mal knapp das Zehnfache. Ja, kostet dafür auch mehr als das Zehnfache. Grubber, da gibt es dann natürlich auch ein paar große Teile. Die Pflüge und die Sämaschinen, Düngerstreuer, Spritzen
Miststreuer, Güllefässer, Mähwerke, Schredder, Schwader. Das ist natürlich auch ein großer Mähdrescher, ne? Wenn man so ein Teil hat. Also wie gesagt, das gibt wirklich ordentlich große Geräte. Okay, ja, das war's eigentlich soweit. Tiere und platzierbare Objekte, das geht hin bis zum Windkraftwerk. Ne? Das Geld der von dieser Anlage verkauften Energie geht direkt auf ihr Bankkonto. Das bedeutet, wir haben eine schöne Altersvorsorge, wenn wir uns da so ein paar Windkraftwerke hinpacken. Wenn wir dann noch ein paar Sonnenkraftwerke haben, dann geht das auch direkt auf unser Bankkonto. Ja, wir können quasi Energie verkaufen. Das bedeutet also, auf der Karte gibt es wie beim Vorgänger, wobei das war, glaube ich, eine Premium-Mod. Die hat man dann bei der Premium-Edition vom Landwirtschaftssimulator dazu bekommen. Da gab es ja dann auch schon Windparks. Da müsste es die hier eigentlich auf der Karte auch geben. Irgendwo. Noch weiß ich nicht wo, aber ja. I'm on the road again. Zack, überholt. Ja, ich würde mal sagen, ich fahre mal schnell zurück und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir auf dem Hof angelangt sind. Wobei, eigentlich sind wir jetzt sowieso gleich da. Ich kann jetzt noch durch die Stadt fahren. Und dann war es das. Der Tagwechsel ist hier nicht so schnell, also das Fünffache an der Zeit. Wir können den beschleunigen, dann legen unsere Hennen, glaube ich, mehr Eier. Bin mir aber auch gar nicht so sicher. Und die Frage ist, was wir uns als nächstes kaufen sollten. Ob ein neues Feld, neue Maschinen. Ich glaube, so ein Frontlader wäre ganz gut, wenn man dafür eine Mission kriegt. Die Missionen geben nämlich teilweise wirklich richtig Kohle. Ich habe, als ich es angespielt habe, eine Mission bekommen, wo ich einfach mal 10.000 bekommen habe, 10.000 Euro, nur um eine Getränkekiste abzuliefern. Steht natürlich in keinem Verhältnis, aber ja, wie man hier schon sehen kann, die haben wirklich, ja, ich mag diese gewundenen Straßen und so, und es gab so im Vorgänger alles nicht. Das war alles sehr trist und sehr langweilig und weiß nicht. Rüsselfang. Ein entlaufener Elefant soll mit Erdnüssen aus dem Wald gelockt werden. Liefern Sie mehrere Kisten davon. Benötigte Ausrüstung, ein Frontlader mit Palettengabel. Den haben wir übrigens noch nicht. Aber wir akzeptieren es trotzdem mal. Denn wir können uns einfach mal zur Abwechslung hier reinsetzen. Wir holen uns mal ein höheres Darlehen und kaufen uns dann einen Frontlader mit einer Frontgabel. Und machen die Mission dann mal, einfach nur, um zu zeigen, wie so eine Mission abläuft und wie das läuft und wie. Dann haben wir eigentlich auch gleich mal ein neues Gerät gekauft. So, wir leihen uns einfach nochmal ein paar tausend, jetzt haben wir 50.000 auf dem Konto und werden uns einen Frontlader kaufen. Der günstigste, ja, der kostet nämlich 100.000 hier, deswegen kaufen wir uns den günstigsten. Kaufen wir uns dazu eine Weidemann Palettengabel. Eine Großballengabel können wir uns auch kaufen für Heuballen und so weiter. Aber die Palettengabel sollte erstmal reichen. Steigen direkt ein in unseren neuen Frontlader und werden uns die Palettengabel raufpacken. So. Ja, die, wenn wir uns die kaufen, die erscheinen immer die hier direkt beim Gerätegroßhandel. Lustig diesmal ist, dass da nur Pappmaschinen-Dinger drin stehen teilweise, also nicht mehr die ganzen Objekte. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Ich meine, es wirkte immer so ein bisschen komisch, okay? Das war dann so ein Riesenhändler mit, hast du nicht gesehen, und die ganzen Geräte stehen da drin. Das ist einer der Fahrzeuge, die so eine blöde Kollision hat. Die Palettengabel schleift über den Boden, wackelt die ganze Zeit rum und ist ekelhaft. Ist nicht so schön. Ich trinke mal eben einen Schluck Kaffee. Also eher ein suboptimales. Eine suboptimale Kollisionsabfrage. Aber soll uns jetzt erstmal nicht stören. Wir werden das schon irgendwie da hinkriegen. Wie weit ist denn das hin? Wir müssen zu dem grünen Kreis. Und ich bin gerade ein bisschen verdutzt, wie weit das weg ist. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht eine halbe Ewigkeit bis ans andere Ende der Karte fahren. Ah, nee, das scheint da unten bei der Tanke zu sein. Mal eben zur Tanke fahren und so eine Dose Erdnüsse kaufen für den Elefanten. Aber dass wir ihn dann aus dem Wald locken sollen,
Das ist ja auch wieder komisch. Ich frage mich, ob das tatsächlich ein animierter Elefant ist oder ob das nur hinfahren ist, abliefern ist und dann war's das. Und da ist eine Story drum geknüpft. Ich vermute ja, dass es eher so rum ist, dass sie uns da eine Geschichte erzählen und da jetzt kein animierter Elefant rauskommt. Ich meine, bei aller Liebe, so einen Aufwand machen sie sich bestimmt nicht für so ein paar Nebenmissionen. Also mich würde es zumindest wundern. Ja, zumindest haben wir die Palettengabel noch dran. Es kann auch manchmal sein, wenn die Kollision so blöd ist oder so, dann reißen die ab und dann bleiben die liegen. Und dann fährst du auf einmal ohne Anhänger rum. Ist mir auch schon passiert. Ist dann eher suboptimal. Was mir mit am besten gefällt, ist aber wirklich, dass sie so ein bisschen mehr Arbeit in die Karte reingesteckt haben. Also es gibt viel mehr zu sehen, es gibt viel mehr Orte, es gibt nicht nur zwei Positionen, wo du hinfahren musst, sondern es gibt einfach mehr. Es hat mehr Umfang, die Karte ist schöner gestaltet, man merkt, da steckt mehr Liebe drin. Sie haben sich ein bisschen mehr Mühe gegeben dabei. Sie haben interessante Orte gebaut, also sie haben wirklich ein paar schöne Gebäude hingepflanzt. Es gibt zwei Flüsse anstatt einen. Nee, alles in allem gefällt mir die Karte wirklich gut, wie sie sie gemacht haben. Sie haben das Dorf neu gebaut, es gibt mehrere Dörfer. Ja, wie es auf dem Land normalerweise auch üblich ist, dass du nicht nur ein Dorf in allem... Ja, doch, eigentlich ist es so auf dem Land üblich, aber... ja, das finde ich schon ganz nett, dass du einfach mehr Orte hast. Was ist denn das hier? Ist das das Gasthaus oder wo sind wir hier? Ach, das ist die Verkaufsstelle für Wolle. Okay, und wo sind hier die Erdnüsse bitte? Da links scheint mir das zu sein. Da steht die Palette. Yay. Mal gucken. Ich habe noch nie eine Palette aufgeladen. Ja, wahrscheinlich müssen wir so ranfahren. Wir fahren einfach mal ran, ganz langsam. Okay, so funktioniert das nicht. Geräteauswahl wechseln. Das ist ja doof. Ach, guck mal. Verstehe nicht, warum das nicht funktioniert. Irgendwie... Nee, mit Q nicht. Ja, wir haben es jetzt drauf und jetzt müssen wir das nicht irgendwie mal hochheben oder so? Das fällt uns doch ab bei der nächsten Gelegenheit. Oder nicht? Wir können es uns mal hier so ranschieben vielleicht. Ah, guck mal. Na? Fuck. Das ist ja hier... Weitere Möglichkeiten mit den Maustasten. Ah! Na guck mal. Yay, guck mal, jetzt haben wir es doch. Okay, das wusste ich nicht. Das habe ich überlesen. Dass wir das so hochheben können. Yeah, baby, yeah. They see me rolling. They hating. Oh, es fällt uns fast runter. Das ist aber blöd, die Physik hier. Wenn es uns fast runterfällt, ist doof. Naja gut, wir haben es auf der Gabel, wir gehen es jetzt abliefern und dann war's das. They see me rolling, they hating. I've got a motherfucking Erdnusskiste. They see me rolling and hating. Wir haben gleich die Kiste abgeliefert. Ah, guck mal. Man kann auch so. Also wir können einfach einmal den ganzen Arm hoch und runter und wir können nur die Schaufel. Ah, das ist aber gar nicht so schlecht zu steuern, muss ich sagen. Finde ich jetzt nicht so mies. Das sieht ja auch nett aus hier, der Fluss nebenbei. Die Wassereffekte sind zwar scheiße, aber da man sowas schon mal in echt gesehen hat, kann man sich das ja einfach platzieren. So sieht es in echt aus. Wo sind wir denn jetzt? Sieht aus, als würde das hier so eine Molke-Firma sein. Okay, hier sollen wir es abliefern. Yay! 6400 plus Zeitbonus. Gar nicht mal schlecht. Okay, ich würde sagen, das war's dann für die Aufnahme. Ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, sagt mir Bescheid. Ne? Schreibt einen Kommentar. Das war's dann erstmal zum Landwirtschaftssimulator 2013. Ihr könnt mir gerne auch neue vorschlagen, also einfach in die Kommentarfunktion reinklicken und schreiben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Bleibt mir gewogen. Euer Rio. Ciao.